Und Webcam Girl Nika will eine offene Beziehung führen. Nur wie? Also wenn man offene Beziehung führt und das okay ist, dann ist es ja kein Fremdgehen. Nika, Venus und Dee sind befreundet und überlegen, unabhängig voneinander eine offene Beziehung zu führen. Dee hat bereits polyamore Beziehungen hinter sich. Nika ist eines besonders wichtig. Sie will wilden, ausgelassenen Sex mit unterschiedlichen Partnern. Dann erzähl mal. Also ich würde mir jetzt auf jeden Fall gerne in Zukunft doch mal eine offene Beziehung wünschen. Okay, warum das genau? Irgendwie habe ich immer den Fehler gemacht, dass ich mir genau Typen gesucht habe, die eine sehr starre Beziehung wollten. Also wirklich so, du kannst nichts alleine machen. Aber ich bin schon ein ziemlicher Freigeist. Also ich kann mir auch vorstellen, ohne meinen Partner mal in Urlaub zu fliegen. Hm. Generell möchte ich mein Hobby weitermachen. Und ich glaube, dass solche Beziehungen glücklicher sind als so starre, monogame Beziehungen. Ja, es kommt immer darauf an. Also ich denke mal, es kommt auch immer darauf an, wie man zueinander steht dann auch. Gell? Also vom Glücklichsein her würde ich sagen, kommt halt immer darauf an, wie die Rahmenbedingungen ausgelegt sind. Ob man jetzt eben ist offen hat und alles gemeinsam und ja, eigentlich, wie der Begriff schon sagt, offen hat, oder ob man es eben in einem geschlossenen Rahmen hat und sich auf gewisse Personen halt beschränken. Aber meinst du nicht, dass es rein von der Biologie her auch natürlicher wäre, eine offene Beziehung zu führen als eine monogame? Ich glaube, von der Biologie her ist es schon. Ich meine, wenn man sich das so anschaut, denke ich schon, dass die Leute oder die Menschen so gemacht sind, so geht hin und paart euch. Ne? Doch, ebenso bunt, aber Single ist Webcam Girl Nika. Sie ist auf der Suche nach einer Beziehung, aber diese will sie sexuell offen führen. Ich bin nicht wirklich ein eifersüchtiger Mensch, nein. Also wenn man offene Beziehung führt und das okay ist, dann ist es ja kein Fremdgehen. Ich habe eher das so mitbekommen im Bekannten- und Verwandtenkreis, dass meistens eher die monogamen Beziehungen so sind, dass dann jemand fremdgeht, weil es meiner Meinung nach nicht natürlich ist, monogam zu leben für immer. Ihr Freund Dee hat bereits verschiedene Beziehungsmodelle gelebt. Also ich habe schon offene, aber auch polygame Beziehungen gehabt. Ich muss sagen, die offenen Beziehungen waren eigentlich besser. Die offenen Beziehungen waren einfach ehrlicher, waren abwechslungsreicher. Es war auch so ein gewisser Reiz dabei einfach. Ja, es war ein gewisser Reiz dabei. Auch dieses Neue, dieses Unbekannte Teil, was es war. Aber auch dieses Angenehme, dass man nicht alles verstecken muss. Dass man nicht man kommt nicht heim und ich muss mit meinem Partner nicht sagen, ich war jetzt im Kino, obwohl ich vielleicht gerade mit einer anderen Frau geschlafen habe. Wie lange lief dann diese polyamore Beziehung? Also die polyamore Beziehung, die lief 2 Jahre. Da war ich mit insgesamt 4 Frauen zusammen. Später kam dann noch ein zweiter Mann dazu. War wunderbar. Ich habe aber, wie gesagt, dann gemerkt, dass ich einfach diese Regeln, die da in dieser Beziehung waren, nicht so für mich akzeptieren konnte. Beziehungsweise ich konnte die Regeln akzeptieren, bis der zweite Mann dazu kam. Und wie der zweite Mann dazu kam, kamen halt neue Regeln dazu. Und da war ich nicht bereit, die einfach zu akzeptieren. Also ich persönlich könnte mir jetzt eine fixe Beziehung mit mehreren Personen nicht vorstellen, weil ich einfach zu faul dafür wäre, auch mit so vielen Menschen im Kontakt bleiben zu müssen. Das wäre mir zu anstrengend. Aber offene Beziehung eben könnte ich mir gut vorstellen, dass man jetzt eben mit dem Partner, keine Ahnung, auf eine Swingerparty geht oder dass man einen Dreier hat oder dass man in meinem Fall, dass man Content produziert mit einer weiteren Person, mit Frauen auch sehr gern. Aber halt nichts beziehungstechnisch dann wirklich nur 2 Personen.